So. Hier hin. Ich weiß aber auch nicht, ob man hier sein sollte. Hm. Nee. Bleib hier mal einfach nicht. Einfach mal wieder weggehen. So, was ist hier? Eine Pflanze. Kann ich da reinspringen? Bringt das was? Nö. Oh, mit der kann ich reden. Ach, du bist... Oh! Du Bleie, habe dir nicht zu... ich habe mit dir nichts zu tun, Echse. Okay. Bin doch nicht gleich so gemein, ey. Ja, das müssen die eindeutig überarbeiten. Eindeutig. Ist ja schon doof, dass man sich gleich im ersten Level irgendwie aus der Map glitschen kann. Speedrunning in... Coming. Würde ich mal meinen. Irgendein Speedrun-Trick oder so. Oh, da ist ein Schalter. Kann ich den irgendwie drücken? Okay, ich komme da nicht an. Komm da nicht gegen an. Okay, und der... Okay. Ich glaube, hier kann ich noch nichts machen. Dafür brauche ich neue Fähigkeiten. Aber da war... Feder. Ganz wieder... Nein! Okay. Hier wieder raus. Zack. Was ist hier so? Da ist noch was, okay. Gleich mal hingehen. Hier ist auch noch was. Wenn ich mich jetzt auch wieder rausglitschen könnte, ne? Naja, okay, hier sieht das nicht so aus. Alles klar. Hier öffnet sich locker irgendwas, wenn ich einen Schalter betätige. Ich wette, da unten, wenn ich den Schalter da unten betätige, öffnet sich da die Wand. Ich wette es. Eindeutig. So, was haben wir hier? Einen komischen Schatten. So ein Pissfleck oder so. Was? Nein. Wie? Was? Kann ich auch mit dir reden? Nee. Mit dir kann ich reden, glaube ich, oder? Ja, mit dir kann ich reden. Oder sagst du das Gleiche? Nee. Kann ich nicht, okay. Er sagt das Gleiche wie dieses andere. Wie die andere Pflanze. Hä? Was sind das für Pflanzen? Komisch. Komisch, komisch. Will ich da runterrollen oder will ich oben? Ich will da runter. Ich roll mal lieber. Kann er wieder hochkommen, so ist es nicht. Hier ist was. Was ist das? Spielmünze, bring mich zu Rextro, wenn du ein wenig Spaß haben willst. Meh. Okay. Aber man muss Rextro mit Spielmünzen bezahlen, alles klar. Ist ja auch mal gut zu wissen. Niaum. Oh. Federn. Sehr gut, dann will ich aber nochmal zurück. Bestimmt sind hier oben irgendwo auch noch Federn, wenn ich hier oben weiter lang laufe. Hopp, hopp. Okay, aus der Welt fallen will ich jetzt nicht unbedingt. War jetzt nicht so mein Plan. Oh, da ist der Rextro-Spielautomat. Alles klar. Gegner! Bam! Okay. Da könnte man rüberspringen. Irgendwie, wenn man genug Speed drauf hat. Dann dürfte das funktionieren. Das ist das erste Level. Ja, das ist irgendwie die erste Welt. Das ist das erste Level der Welt. Oder ja, das ist die erste Welt. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das erste Level. Ja doch, im Prinzip ja schon, doch. Ja, erstes Level. Ja gut, gehen wir mal zu Rextro. Gleich, wenn ich hier außen noch ein paar Federn geholt habe vielleicht. Und die Gegner besiegt habe. Yeah. Feder? Keine Feder, keine Feder. Oh, was ist das da hinten denn? Hier kann man ja auch easy aus der Map rausgehen. Gefährlich. Oh, da unten ist noch Erde, okay. Was ist das denn für ein... Uiuiui. Das sind wahrscheinlich die ganzen verschiedenen Welten. Da kann ich hin. Yes. Okay, ob das jetzt so geplant ist, weiß ich auch nicht. Hopp. Die Musik ist geil. Von dem Spielautomaten. Ist echt cool. So, aber ich will da oben rauf. Komm ich da überhaupt schon rauf? Ich weiß es nicht. Welt 2? Wie, was? Ja, es gibt bestimmt mehrere Welten. Das ist jetzt Level 1. Welt 1? Weiß ich nicht. Ich glaube Welt 1.
Schätze ich jetzt einfach mal. So, noch irgendwo Federn? Ich sehe keine. Hallo, Rexo. Oh, du bist ja... Ey, du bist ja wirklich ein Rex. Cool. Hallo, du kommst... du komischer polygonaler Dinosaurier. Bist du sicher, dass du... im richtigen Spiel oder Jahrzehnt bist? Hallo, mein Name ist Rextro. Ich bin... ich... Was? Ich euch meine unglaublichen Automatenspiele zeigen. Rextro jetzt einsam. Alle Freunde weg für Online-Spielen. Rextro spielt Einzelspieler-Spiele. Bis Freunde wieder da. Okay. So, ja, das könnte Welt 2 sein. Ich denke, obwohl Welt 2, das sieht ein bisschen groß aus dafür, oder? Ich hätte eher so, weiß ich nicht. Welt. Weiß ich nicht, wie viele. Es gibt 4, glaube ich. Welt 4? Ich weiß es nicht. Seit wann wartest du auf deine Freunde, Rextro? Seit 1997. Aber sie sind sicher bald wieder hier. Seit 1997, Alter. Kein Wunder, dass die kantigen Charaktere ausgestorben sind. Seit. Rextro, Crowdfunding. Oh Gott. Coole altmodische Spiele gekriegt. Rexo musste Elemente von anderen Spielen borgen, aber nicht verraten. Okay, ich mach's nicht. Freunde brauchen Spielmünze, damit Automat funktioniert. Rextro hier in der Nähe, sicher eine gesehen. Wir haben eine Spielmünze, Rextro. Oh, gut. Gehe zu Spielautomaten und drücke A. Wenn du Spiel geschafft, wie es Spiel schaffst, gibt Rextro Spezialgewinn. Oh Gott, die Stimme von Rextro. Tut weh. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Ja, wollen wir. Mal gucken, was das für ein Spiel ist. Rextro, Amazing Rextro Software Entertainment. Der Spawn X schießen. Okay. So, wir können nur diese Welt machen. Machen wir. Das ist sowas wie irgendein Kartfahren oder so. So ein Rennspiel halt wahrscheinlich, schätze ich mal. Sah zumindest so aus. Was muss ich abschießen? Ach, diese Viecher. Schätze ich jetzt mal. Oder? Oh, ich habe keine Schüsse mehr. Ah, jetzt wieder. Oh. Slalom. Why? Njom. Ich will zurück. Nein. Ja, ich will dahin. Genau. Was muss ich machen? Tempo Boost. Oh lol. Njom. Wie viele Runden muss ich denn fahren? Au. 5 Runden muss ich fahren. Oh lol. Njom. Okay, 5 Runden muss ich fahren. Zeitlupe finde ich nicht so cool. Speed Boost. Miau. Au. Miau. Okay, ich fahre nicht da lang. Hier lang. Ich glaube, es ist einfacher. Aber es ist auch langsamer. Nein. Okay, wir haben noch 4 Minuten Zeit. Miau. Umgekehrte Steuerung. Oh, ist das dein Ernst? Jetzt war die Steuerung wieder richtig. Ist das dein Ernst jetzt? Also ganz stumpf einfach wieder richtig geworden. Oh Gott. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Muss mehr Runden fahren. Miau, miau. Au, er hat mich angegriffen. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Habe ich hier Leben? Okay, ich will diesen Tempo-Boost nicht haben. Der ist mir ein bisschen zu aua. Das ist super, wenn ich dagegen fahre. Nee. Okay, wir müssen noch eine Runde machen. Das ist ja easy irgendwie. Halt ganz schön. Oh, nicht schon wieder. Da hoch. Links. Da lang. Ah, oh, jetzt ist wieder richtig rum. Ist das dein Herz? Das Spiel freut mich. Jum. Ah, das ist jetzt gemein. Instant da hochgekommen, wo ich gerade lang gefahren bin. Oh, Tempo Boost auch nie. Aua. Nee. Okay. Ich glaube, wir müssen noch 2 Runden fahren. Nein! Oh, Zeitlupe ist okay. Ich dachte, das ist umgekehrte Steuerung schon wieder. Aber komme ich nämlich nicht klar. Letzte Runde! Okay! Wieso schieße ich eigentlich nie? Das ist ein Wunder. Ah, das kann ich... Ah, dann kann ich das zerstören. Ist ja auch ein... Aua! Komm schon!
Muss ich die besiegen? Mann, nein, ich kann nicht schießen. Ich habe keinen Schuss mehr. Ui. Wow, driften. Miau. Und ins Ziel driften. Miau. Okay. Wir haben es geschafft. Wenn ich 64 bin. Errungenschaft freigeschaltet. Okay, cool. Ja, Freunde, Spiel gewonnen. Ja, deine Dinosaurier-Spiele sind ziemlich leicht. Na, bitte wartet, während Rex noch Spielstand auf Floppy speichert. Auf Floppy-Disk, echt jetzt? Auf was bitte? Na, versucht, Spiel gerne nochmal, wenn Freunde Highscore schlagen. Gibt Rex noch einen Preis. Ah, ja. Okay, na gut, dann. Okay. Okay. Ja, ich würde den Highscore gerne schlagen. 2 Minuten 30. Okay. 2 Minuten 30. Okay, dann gebe ich mir jetzt ganz viel Mühe. Was kriege ich hin? Das dürfte ich hinkriegen eigentlich. Jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Okay. Njong. Okay. Nein, nicht Tempo Boost. Okay. Das war gut gedriftet. Sehr gut gedriftet. Nicht dein Ernst. Da lang. Da lang. Jetzt geht die Steuerung gleich wieder normal. Ich werde. Ja, gut, jetzt wieder. Okay. Ich darf nicht diese umgedrehte Steuerung einsammeln. Nicht dein Ernst jetzt. Nicht Turbo Boost. Geh weg. Ich habe keinen Schuss. Okay. Wir haben gleich eine Minute und sind schon in der dritten Runde. Das ist gar nicht mal so bad. Würde ich jetzt mal meinen. Oh Gott, oh Gott. Ging gleich runter. Ich hab's doch gewusst. Nein, Tempo Boost. Oh Gott, oh Gott. Okay. Dein Ernst? Bis nach da hinten? Okay, das ist gemein. Zeitlupe. Wow. Okay, ich glaube, die Zeit geht aber normal weiter, wenn man Zeitlupe fährt, ne? Das ist nicht gut. Okay, ich verkacke gerade ein bisschen. Tempo Boost ist hier super. Oh Gott. Ach, komm schon. Wenn es so weitergeht, kriege ich das Level nicht hin. Kriege ich das nicht im Highscore-mäßig hin, meine ich jetzt. Okay. Letzte Runde. 2 Minuten 30. Das kriege ich hin. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Ich glaube, aua an mich. Ja, nicht so. Nicht so. 30 Sekunden. Was? Nicht dein Ernst? Highscore schlagen. Yo. Yes. Wuhu. Besten Verbesserer. Yeah. Hey, Rextro. Ja, wow, Rextro kann nicht glauben, dass ihr Highscore geknackt. Ja, jetzt, Freunde, kriegen ultimativen Preis. 3 Buchstaben-Eintrag in Automatenbestenlist. Bitte, Freunde, schreibt humorvollen Namen mit für Bestenliste auf goldenes Stück Papier. Geht klar, Rextro. Wir bringen das gleich wieder. Ja, im Ernst, wie hat er das HD-Zeitalter überlebt? Das ist eine gute Frage. Nee, nochmal wollen wir nicht spielen. Nein. Okay, so. Dann können wir jetzt mal normal weitermachen wieder, ne? Alles klar, wir haben Rextros super cooles Spiel gespielt. Jetzt geht's wieder auf ein paar Federn sammeln. Da oben ist eine Pagey. Das heißt, wir haben hier wieder irgendwo in der Nähe ein Rätsel. Schätze ich mal. Hey, hallo. Kann ich jetzt mit dir reden? Oh nein, okay, dann nicht. Bam, bam, bam. Alle besiegen einfach. Was bist du denn? Hallo? Oh, ihr seht aus wie ein flottes Paar. Hallo, das hier ist Lady. Ich bin Yukon, wer bist du? Ich bin Nimble. Ihr beide seht euch echt sympathisch aus. Wollen wir mal sehen, wer am flottesten ist?
bei einem Rennen auf meiner Bahn, meine ich. Wir machen immer mit, wo es um ein Pager geht. Was meinst du, Yuka? Ja, klar. Geht klar, Nimble, machen wir ein Wettrennen. Ein cloud-basiertes Rennen, wie modern. Ha, okay. So, alles klar. Ich muss also, wie es aussieht, durch das alles durchrollen. Los geht's. Anschnallen. Bitte eine Runde. Wer zuerst alle Tore bewältigt hat, gewinnt und los. Durchrollen ist, glaube ich, nicht immer so gut, weil wir... Obwohl, wir haben ja auf dem Weg irgendwie Schmetterlinge, habe ich gesehen. Oder auch nicht. Da hinten sind welche. Alter, ist sie schnell. Komm zurück. Das ist ein Schmetterling. Ich brauche diesen Schmetterling. Alles klar. Hier lang rollen, die Abkürzung rollen. Alles klar. Sehr geil. Da oben, hier sind Schmetterlinge. Sehr gut. Wir haben sie jetzt wieder überholt. Beziehungsweise wir sind wieder schneller als sie. Aber wir bräuchten neue Schmetterlinge. Außer wir haben gleich das Ziel. Ziel! Ja! Nice! Cool. Beeindruckend, unfassbar, dass ihr vor mir das Ziel erreicht habt. Ja, ja. Her mit dem Pagey, du Zuckerschnutte. Okay. Ja, sicher. Dem Sieger gehört die Beute. Hier, beide, ihr beide habt es verdient. Yeah, wir haben schon 3 Pagies gesammelt. Hey, scheint genug Pagies gefunden zu haben, um eine Welt zu erweitern. Chill. Trefft mich am Großwälzer-Eingang. Ja, machen wir später. Hier war eine Feder. Hier ist noch Feder, okay. Wir haben 75 Federn. Ist gar nicht mal so wenig eigentlich, würde ich jetzt mal so behaupten. Gar nicht mal so wenig. Hier ist ein... Hey, Geist! Ah, wie? Ja, wir haben den Geist, okay. Buchspuk. Ghostwriter, wir haben schon fast, was? Breche alle 5 den Schatz, du dann hast. Okay. Einen Geist hast du, das ist recht fein. Doch nur mit neuer Taktik kannst du alle befreien. Okay. Das merken wir uns, schätze ich mal. Warte mal, wir können hier einen normalen Weg runtergehen, alles klar. Wir müssen außerdem noch Rex... Nee, nicht Rexo. Trouser finden, ne? Oh, ich wette, der ist hier unten. Ich wette, es ist... Oh, nee, hallo. Ah, noch ein Geist. Ah. Sind alle 5 Geister hier in dieser Welt? Also in diesem Abschnitt der Welt, oder... Das ist mal... Wäre gut zu erfahren irgendwie, ne? Muss ich ja sagen. Hier, schätze ich. Hier könnte noch einer sein, denke ich mal, oder? Was bist du denn? Götchen, ich scheine mir botweise Ärger als Handel zu haben, ne? Hey, will man schon öffnen bleiben. Botweise, ja, der ist gut. Kannst du? Danke. Ich wollte diese Fledermaus, diesen Schmetterling haben. Reden wir mal mit ihm. Hallo. Sie sieht ein wenig unterernährt aus. Yes. Gott sei Dank, dass ihr hier seid. Ich wurde von diesen Dingern entführt und sie wollen mich kochen. Wenn sie Hunger haben, sollten sie sich deinen Charakter so aussuchen, der ein wenig fülliger ist, meine Liebe. Oh, das ist eine Frau, okay. Oh. Gottchen, einfach kein... Was? Keine Deckerin von Weltrang mehr sein, ohne gekocht und verspeist zu werden. Echt? Geht's willkommen, dann belohne ich euch mit einem Patty. Aber macht schnell, meine Führer können jederzeit mit den Beilagen zurück sein. Ja, klar. Keine Bange, Fräulein, wir holen dich raus. Weg von dem Topf, seltsamer Dino. Er sieht so cool aus irgendwie.